Hallo? Hallo, hallo, hallo. Weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen da. Ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade hier live im Livestream. Ich muss sagen, ich habe mich geärgert des Todes. Warum? Wir haben hier ein bisschen, oder ich habe ein bisschen gestreamt. Ja, schon fast 2 Stunden. Aber gut, 1,5 Stunden Cock oder so. Cock wollte ich gerade sagen. Clash Royale. Und jedes Mal, ich war auf 2.755 Pokale. Eigentlich müsste ich mich total freuen. Yay, so viele Pokale. Ist voll toll. Ich bin voll happy. Ich habe gezeigt, was ich kann. Ich bin voll hoch. Aber nee. Das Problem ist einfach nur, dass solche Gegner dann kommen, wo man einfach so weggebumst wird. Alter Schwede. Dann kommen die ganzen 10er, 11er Boys mit ihrem 5er bis 6er Epix und ich liege hier einfach nur und weine. Keine Ahnung. Also bis 2,7 höher geht es nicht. Zurzeit mit meinen Karten. Vielleicht geht es höher, ich habe keine Ahnung wie. Aber das Problem ist einfach nur, man verzweifelt, wenn man allein schon gegen so einen Level 10er spielt. Mit Level 8, der schon 6er Epix rausholt. Da verzweifelt man halt schon und glaubt gar nicht mehr an den Sieg. Das ist das Problem. Egal, musste mich fallen lassen. Ja gut, ich habe mich nicht extra fallen lassen. Nein, ich habe einfach neue Decks getestet. Kam dabei rum, dass wir einfach gefallen sind. Ich habe, was habe ich ausprobiert? Moment, wir schauen kurz. Ich habe dieses Deck hier ausprobiert mit einem Schwein, mit einem Freeze. Ist ein ganz geiles Deck, aber ist doch ziemlich schwierig zu spielen. Ich habe noch nie mit Schwein und noch nie mit, ja gut, mit Schwein schon, aber noch nie mit Freeze und mit Inferno gespielt. Das kann man so machen, werde ich mir im Hinterkopf behalten, vielleicht ein bisschen üben und dann im Video mal zeigen. Ebenso habe ich mir dieses Deck hier gebaut. Mit einem Loon. Ja gut, das haben wir gestern schon gesehen. Also auf jeden Fall mit diesen Decken ein bisschen gespielt, ein bisschen verkackt. Alles Klärchen, gar kein Ding. Aber wir haben was zum Auspacken heute noch. Und zwar erstmal eine Kronentruhe, haben wir gerade eben verdient. Nicht wieder ein 45-Minuten-Video. Vielleicht gibt es ja wieder ein Legendary, habe ich gehört. Nee, stopp. So viel Luck kann man ja wohl nicht haben, oder? So viel Luck kann kein Mensch haben. Wieder ein Legendary hier drin. Prinzessin Level 2. Dann würde ich total durchdrehen. Komm, hier. Was haben wir hier? Juwelen, alles Klärchen. Skelette. Den Minenwerfer mal 8. Den können wir so langsam upgraden. Aber kein Gold mehr. Weil ich den Eismagier auf Level 2 gebracht habe. 5000 Gold. So, Schwergoblins. Und die Musketierin. Alles klar, leider kein Legendary. Und eine Riesentruhe haben wir noch am Start hier. Die muss auch nochmal hier gönnen. Die habe ich bekommen einfach nur gestern, wo ich ein bisschen gespielt habe. Dabei kam eine Riesentruhe raus. Einfach just for fun, eine free, kostenlose Giant-Riesentruhe rausgeholt. Sehr geil, was haben wir denn hier? Haben wir Gold drin. Den Königsriesen mal 14, was denn sonst? Haben wir doch immer. Was bekommen wir noch? Die Rakete mal 23. Und Kobolde mal 195. Können wir auf Level. Das wäre meine erste Truppe auf Level Nummer 9. Die ich sogar im Deck habe. Bloß, also das kostet 4000 Gold. Level 9, 4000 Gold. So viel Gold haben wir gar nicht. Was soll ich machen? So viel Gold habe ich gar nicht. Egal. Haben wir nicht. So viel Gold. Und da wir gerade auf 2538 Pokale sind, kann ich sagen, oh Mann. Oh, habe ich richtig Deck ausgewählt? Ich hoffe nochmal. Kann ich sagen, oh mein Gott, hier sind Gegner, die ich erschaffen kann. Das mache ich jetzt. Deswegen zeige ich euch. Weil die Gegner sind machbar tatsächlich. Die sind alle drin. Die kann man alle besiegen. Auch Level 9er auf diesem Bereich von 2400, 2500 Pokale sind alle machbar. Das ist auf jeden Fall okay. Ich droppe mal hier den Eismagier. Das läuft besser. Hätten wir auch einfach nichts droppen können. War ein bisschen gewastet jetzt der Freeze Mage. Egal. Kann ein bisschen Damage auf den Tower machen. Er droppt dafür Barbaren. Ich droppe die Lakaienhorde. Und noch hier ein paar Boys hinterher, um das zu tanken. Wunderbar. Kommen die Pfeile, kommen die Pfeile, kommen die Pfeile. Lang sind die Pfeile. Na klaro, alles klärchen. Kein Problem. Ab Minute Nummer 1 ist es unsere Minute. Wieso? Weil wir den Elixier-Bump hier am Start haben. Der gibt uns gut Elixier. So, wir werden dann, denke ich mal, auch von der rechten Seite kommen. Mit einem Golem. Da kommt eine Valkyrie. Sehe ich sehr oft jetzt die Valkyren, weil die echt stark sind. Ohne Scheiß, man muss mal testen, hier ein paar Valkyren mit reinzunehmen. Aber meine Valkyrie ist noch nicht so hoch. Deswegen, ja. Aber da kann man testen. Die ist schon ziemlich stark, die junge Dame hier. Die wirbelt durch die Gegend. Die wurde ja gebufft. Level 3 Epic hier am Start. Alles gleich, dann war auch. Nur mal kaputt den Scheiß. Wir droppen die Prinzessin rein. Er hat ein Gift. Scheiße. Ich droppe mal einen Feuerball. Ja, Feuerball. Sehr schön, Feuerball ist durch. Wir haben wohl kein Damage aus dem Tower. Ja gut, ein bisschen. Ein bisschen Damage haben wir gemacht. So, jetzt droppt natürlich diese Kollegen hier wieder. Das Spielchen kennen wir schon. Und diese Kollegen hier. Und dann sollten die Barbaren auf jeden Fall gegessen sein. Sehr schön. Da sind sie tot. Sehr schön. So. Die Kollegen machen wir auch tot. Es sieht alles sehr gut aus, Leute, für uns. Das ist alles noch im Rahmen des Machbaren. Ab Minute 1, wie schon erwähnt, kommt meine Offensive. Dann kommt der Golem und er wird alles zerbumsen. Sehr gut. So, er droppt hier wieder Elixier-Scheiße. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, den machen wir noch nicht, die Prinzessin noch nicht rausdrücken. So, jetzt geht's los. Golem. Von rechts.
Doppelt Elixier. Mal 2. Ich bin übrigens schon super müde, also nicht wundern, wenn ich jetzt hier ein bisschen, ja? Where's my money, bitch? Richtig geiler Stream und deine Videos auf YouTube sind auch immer richtig geile Schlagsahne. In der Aufnahme. Willkommen, beziehungsweise vielen, vielen Dank für eine Spende. Tatsächlich. Oh, jetzt bin ich total verwirrt jetzt. Was mache ich? Ich bin total verwirrt hier gerade. So, next Golem. Und los. Freeze Mage, da kommt eine Hexe, alles klar. Na, kein Horde hinterher. Jetzt brauchen wir einen Feuerball am besten. Ah, Feuerball war nicht ganz so gut platziert. Aber geht noch. Ein bisschen Damage auf sein Tower, das ist okay. Ach du Holy Moly. Jetzt kriegen wir auf den Sack hier. Müssen wir ein bisschen verteidigen. Müssen wir gerade richtig verteidigen. Oh Gott, mein Tower ist down. Oder nein, der. Oh, der Kollege ist noch da. Trotzdem müssen die Hexe hier oben kaputt machen. Schaffen wir nicht. Oh Gott, wir kämpfen gerade ums Überleben, dass wir hier nicht verrecken. Links ist die Kollegin, ist kein Problem. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Golem erstmal. Wir brauchen einen Golem. Hier mal die Prinzessin setzen. Da kommt der Golem, sehr schön. Da ist er doch. Wir brauchen AOE, wir brauchen AOE. Ja, gut, die Prinzessin macht AOE, das gefällt mir. Oh Gott, sie steht natürlich gleich. Ein paar Kobolde hinterher und die Barbaren. Oh Gott, das ist die Valkyrie wieder. Eklig. So, Lakaien. Sehr gut. Freeze Mage, da kommen die Pfeile. Fick dich. Das ist wie ein Unentschieden, glaube ich. Können wir was rausholen? Ah, ne, können wir nicht mehr. Schon wieder die Kollegin hier. Oh, Mist. Boah, ist die stark. Die Valkyrie ist stark. Kann man sich überlegen, mal mit reinzunehmen. Welches Level ist mein Valkyrie? Schauen wir gleich. Sein ist Level 6. Okay. Ein Unentschieden hier. Und nochmal vielen Dank für diese coole Spende hier. Dankeschön. Jetzt bist du sogar im Video drin. Jetzt bist du im Video live. Welches Level ist meine Valkyrie? Valkyrie? Ich habe natürlich einen 6er Mage noch. Ist auch sehr krass. Können wir wieder mit reinnehmen, wenn wir Bock haben. Aber wo ist meine Valkyrie? Wo ist sie denn? Die junge Dame. Valkyrie? Da ist sie. Level 5. Könnte man sich überlegen. Sie wurde, wie schon erwähnt, gebufft. Vielleicht sogar für die Lakaienhorde? Kann man das machen? Wollen wir es mal testen? Einfach just for fun. Ich teste es einfach mal. Ich nehme die raus, dann passt es. Dann ist unser Deck nicht mehr so anfällig gegen Pfeile. Weil die Pfeile sind anfällig gegen die Lakaienhorde plus gegen die Prinzessin. Deswegen spielen wir es mal so. Mal gucken, was passiert. So, wie gesagt, ich bin etwas müde. Das merkt man vielleicht gerade auch an der Aufnahme. Ich werde es nicht allzu lange machen. Für diesen Part hier müssen wir gucken. Okay, jetzt geht es hier schon mal los mit Damage. Jetzt kommt Valkyrie dazu. Komm, Valkyrie, los! Und meine Prinzessin. Da kommt ein Tower. Wirbel, los! Jawohl, gewirbelt, dankeschön. Haben wir sie mal gesehen, wie sie wirbelt. Schieß noch! Fuck, sie schießt nicht mehr. Mist. Sie schießt nicht mehr. Na toll. Muss ich noch Kobolde opfern, nur um die Prinzessin zu töten. Oh Gott, er droppt auch Kobolde. Und ein Schwein! Toll. Und ein Freeze bestimmt gleich wieder oder sowas. So, Valkyrie. Weggewirbelt, sehr schön. Tower ist down, ist egal. Alles im Rahmen des Machbaren. Wie gesagt, ab Minute 1 ist es unser Spiel. Ab Minute 1. Tower können wir ohne Probleme ersetzen. Wir kaufen uns einfach neun. Haha. Nee, ist okay. So, nächster Elixiersammler hier droppen. So, weiter geht es. Da kommt die junge Dame mal wieder. Haben wir gleich kaputt. Da kommt eine Kanone. Machen wir die junge Dame hier weg. Tschüss. Und gleich bricht Minute Nummer 1 an. So, von links kommt ein Golem. Der junge Herr, der junge Golem von links. Ja, kannst wohl nicht alles freezen, wa? Hast du Pech gehabt. Boah, hab ich die Prinzessin doof platziert, ohne Witz. Das war ja richtig schlecht.
Dann freeze. 25 Sekunden, wir haben verloren. Wir kommen nicht mehr so schnell durch. Ist verloren. Egal, testweise mal getestet hier mit der Valkyrie. Hat's jetzt nicht gerissen, wenn ich ehrlich bin. Hat's gar nicht gerissen. Egal, gehen wir raus mit einer Niederlage, ist okay. Weil wir kommen nicht mehr durch so lange. Wir haben beide Tower, 50% ist ja stark von uns gemacht. Richtig stark. Oh, ist das stark. Komm, Schwein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da habe ich Kassia. Gib mir minus 40, habe ich verdient. Komm. Ah, nur 26. Das ist auch okay. Das ist noch alles im Rahmen des Machbaren. Ich nehme die wieder rein. Weiß nicht. Ich finde die einfach besser. Ich habe es jetzt mal getestet, einfach just for fun. Ah, ich nehme mein Standard-Deck wieder. Womit ich natürlich am meisten rasiere. Gegen den Strich. Und diesmal setze ich den Alexander nach vorne. Wieso? Weil 99% aller Boys haben ein Schwein. Oh, der Lukas. Gegen Lukas habe ich euch schon mal gespielt. Was hat der? Minenwerfer-Deck. Minenwerfer-Deck. Okay. Es wird ein Minenwerfer-Deck. Sehe ich jetzt schon. Das sehe ich. Das ist ein Minenwerfer-Deck. Doch nicht. Bam. Alles tot. Alles zerbumst. Oh. Da kommt die Barbaren-Prinz-Kombination. Hat er Pfeile? Hat einen Feuerball, okay. Wollen wir die Prinzessin ein bisschen beschützen? Ja, lass mal ein bisschen beschützen, die Prinzessin. Kann ein bisschen Damage on Tower machen, ist okay. Sehr schön. Ein bisschen Damage. Sehr gut. Muss er wieder so einen Scheiß droppen? Alles im Rahmen. Wir droppen natürlich gegen einen Eismagier. Sehr schön. Sieht doch alles gut aus. Sieht alles gut aus. Ich droppe den Golem tatsächlich etwas weiter rechts, etwas weiter nach vorne. Der erste Golem. On the way. Golem Nummer 1. Rein da und ein Freeze-Match bitte noch. Und Tower Nummer 1 ist weg. Ja, jetzt läuft es. Sehr schön. So gefällt mir das doch. Spiel natürlich weiter defensiv. Ich setze jetzt nicht alles all in oder so. Ich habe keinen Bock, hier einen auf Deckel zu bekommen. Sondern wir gehen safe mit einem 1-0. 1-0 hier raus sollte passen. Sehr gut. Also wirklich, um über 2700 Pokale zu kommen, Leute, muss ich auf jeden Fall noch einiges reindrücken an Kisten und an Money in the Hood. Sonst läuft da nichts. Mal gucken, ob wir uns in den nächsten Tagen verbessern. Natürlich, umso länger man spielt, umso mehr Karten bekommt man und so weiter und so fort. Aber zurzeit ist es einfach so, dass ich mich nicht wirklich krass mehr verbessern kann. In schneller Zeit, deswegen müssen wir gucken, ob wir am Wochenende wieder ein großes Opening machen. Keine Ahnung, mal gucken. So, gewinnen wir hier 1-0 als Gleichen. Sehr schön. Einfach sicher nach Hause gespielt, dann gewinnt man das. Das ist alles möglich auf diesem Pokalbereich. Was bekommen wir dann? Eine geile Kiste. Komm, gib mir eine ganz große. Okay, eine Silbertruhe. Die war ja fast ganz groß. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir spielen auch so auf 2600. Und vielleicht mache ich mich noch... Ne, ich gehe nicht mehr auf 2-7. Gehe ich nicht mehr. Weil dann kann ich, dann schaffe ich es nicht, die Kronentruhe wieder zu bekommen. Dann dauert es wieder 2-3 Stunden, bis ich die Kronentruhe bekomme. Also mache ich es lieber nicht. Ich, bis 2-6, das ist so die Grenze, die ich jetzt spiele. Und dann höre ich erstmal auf. Dann lasse ich es. Damit ich, sonst muss ich mich halt immer den nächsten Tag dann fallen lassen, um die Kronentruhe zu bekommen. Das ist doof. Da ärgert er sich. Warum ärgert er sich? Verstehe ich doch gar nicht. Okay, hat Pfeile. Damit hat er meine Kobolde noch erwischt. Bisschen doof. Wie lange der Feuerball gerade gebraucht hat, bis er da ist? Habt ihr das gesehen? Voll lange. Wirklich blöd. Man hat so lange gedauert. Scheiß Feuerball. Man könnte sich auch überlegen, in den Deck nicht einen Feuerball zu nehmen, sondern lieber die Pfeile.
Oder ärgert sich. Der ärgert sich, der Junge. Kann ich gar nicht verstehen, warum der sich ärgert. Nur weil ich einen Elixiersammler setze, wenn er ein Schwein setzt. Ist nicht die feine englische Art. Aber es ist ein Deutsche. Ein Deutscher. Deutsche? Deutsche. Bei Hot Drinks. So, wenn die Minute anbricht, wie schon erwähnt, dann ist unsere Zeit bei Minute Number One. So, der Golem kommt wieder von links. Da wohin gehört. So, jetzt können wir den Tesla noch ein bisschen bearbeiten. Oh Gott, hätte ich gar nicht spielen müssen im Feuerball. War total jetzt doof. Aber ich kann jetzt die Horde kann ich auch nicht spielen. Weil da hinten noch eine Prinzessin ist. Aber wir bekommen wenigstens ein bisschen Damage auf den Tower. War ein starker Freeze auf jeden Fall. Richtig stark reingefreezed, muss ich sagen. So, Prinzessin. Und von links ein Golem. Ein bisschen weiter vorne setzen, das sieht noch gut aus. Also im Rahmen des Machbaren. Alles noch im Rahmen. So, jetzt können wir die Lakaienhorde setzen. Und den ganzen kleinen Scheiß, weil er hat nichts mehr. AOE-mäßig, jetzt einfach rein. Go, 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 go. Alles rein, alles rein, alles rein, alles rein. Go, 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 alles rein. Er hat noch Pfeile gehabt. Wo kommt die denn her? Egal, jetzt können wir rein. Los, 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 los. Ja, 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 ja. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Tower, Tower, Tower Damage, Tower Damage, Tower, Tower Damage. Golem. Jawoll. Sehr schön. Viel Glück, yep. Viel Glück an dieser Stelle, definitiv. 29 wunderbare Pokale gefällt mir. Und eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Eins gewinnen wir kurz noch. Dann sind wir wieder fast auf 2,6. Dann kann ich damit leben. Aber auf 2,7 den Versuch mache ich nicht nochmal. Das wird nicht gut enden. Am nächsten Tag dann. Es dauert wirklich lange, bis ich wieder auf 2,7 bin. Und es ist doof. Weil, wie gesagt, wenn ich so hoch bin mit dem Pokal, ich denke bestimmt, was, Lars, warum willst du nicht auf 2,7? Ist doch total toll. Nein, ich krieg dann die Kronentruhe nicht mehr. Es dauert dann Stunden, bis ich sie bekomme. Um einfach nur 10 Kronen zu bekommen. Das dauert Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende. Du hast ein Schwein, legst sie dann nach vorne natürlich. Sehr schön. Gut, er wusste gar keine Antwort, deswegen hat er einfach mal den Gift gesetzt. Kann man mal machen. Wenn man Bock hat, kann man es machen. Alles im Rahmen des Machbaren hier. So. Kommen wir schon mit dem Golem? Wir kommen schon mit dem Golem. Und zwar von links. Ganz links hinten. Da muss er erstmal eine Antwort drauf haben. Er blickt sich bestimmt jetzt nochmal zweimal seinen Kollegen zu setzen. So, wir droppen auf jeden Fall dann mal hier hinten die Prinzessin. Und diesen Kollegen. Oh, die Prinzessin macht so viel Damage. Guck mal, wie die Prinzessin einfach alles wegrasiert da rechts. OP, Prinzessin, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Wenn ich wüsste, wo du wohnst. Oh Gott, nein, er hat ein Inferno. Fuck. Also jetzt ein 6er Inferno. Das ist natürlich jetzt ein harter Counter für meine Golems. Aber ein richtig harter Counter. Trotzdem gut Damage auf dem Tower. Sieht gut aus. Hat er nichts mehr? Hat er nichts mehr? Darf ich den Tower? Darf ich den Tower haben? Er schenkt mir den Tower. Alles klar, Dankeschön für den Tower. Nehme ich dankend mit. Dankeschön. Exi sammelt nach vorne wegen Schwein. Kennt das Spielchen ja. Ein bisschen Damage aus seinem Haupttower. Trotzdem, wir gehen jetzt nicht all in. Wir wollen nicht drei Pokale holen. Ist mir scheißegal. Wir wollen sicher den Win. Ich glaube, er hat auch allgemein keinen Bock mehr. Kann das sein? Jetzt kommt Barbaren. Deswegen setzen wir den Kollegen hier. Jetzt hat er verzweifelt ein Gift. Wieso auch immer. Solar kein Horde für den Kollegen da oben. Also für den... Wisst ihr Bescheid. So, der Scheiß stirbt auch. Wunderbar. Kommen noch rein von rechts. Wir bekommen sogar noch einen Tower. Mit Freeze Mage. Mit Inferno. Das war das, was ich gesucht habe.
setze noch Barbaren zur Defensive, setze noch eine Prinzessin rein. Dann kommt ein Schweinchen, müssen wir natürlich schnell kaputt machen, das Schweinchen. Kommt gar nicht durch, das Schweinchen, ist vorher down, wunderbar. Tschüss, Schweinchen. Und ich glaube, ich nehme noch einen Tower. Habe ich mal Bock drauf. Komm, gib mir noch einen Tower. Gib mir noch einen Tower. Los, rein da, Jungs. Noch einen Tower. Einen nehmen wir noch. Denn einer geht noch. Ah, reicht nicht mehr. Schade. Egal, trotzdem noch das Ding hier gewonnen. Gefällt mir. Und wir bekommen wie viele Pokale noch am Ende? Pokale, Pokale, gib mir ganz viele Pokale. Wir gehen raus mit 37 Pokale, sind also auf 2599, also fast bei 2,6. Und hier bleibe ich erstmal. Weil, wie gesagt, 2,7. Wir waren gerade eben auf 2755. Ne. Kronentruhe nicht möglich. Ich habe gerade gesehen, wenn ich jetzt auf 2,4 mich auf 2,5 oder 2,6 wieder spiele, ist es okay. Kann man so machen. Kriegt man auf jeden Fall genug Kronen, um seine Kronentruhe zu verdienen. Und darüber ist zu krass. Jo, wieder am Streamen. Kennst mich bestimmt noch die. Da hat sich noch jemand ins Video reingeschlichen. Dankeschön nochmal für den Euro. Und sorry, Leute, dass es heute etwas ruhiger war. Ich bin einfach nur fertig mit der Welt. Also, ohne Witz, ich bin etwas durch. Deswegen tut's mir leid. Morgen dann wieder etwas Krasses. Mal schauen, was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.